Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam einen Kawaii Polaroid Magnet mit Leuchteffekt. Dafür rolle ich mir weißes Fimo dünn aus, schneide es zu einem Rechteck und ritze mir mit einem Cutter ganz leicht ein Quadrat innen vor, damit es so aussieht wie ein Polaroid. Aus Weiß und ganz wenig Schwarz mixe ich mir ein Hellgrau und dieses rolle ich mir jetzt für den Innenrahmen ganz dünn aus. Die graue lange Schlange lege ich jetzt als Innenrahmen auf meinen quasi vorgezeichneten oder vorgeritzten Part, also auf das innere Quadrat darauf. Einfach ein wenig festdrücken. Es darf ruhig alles ein wenig verwackelt aussehen, es soll ja im Comic-Style sein und da ist es nie verkehrt. Genau, einfach festdrücken und ums Eck besonders gut festdrücken, damit das Eck auch gut gelingt. Den überstehenden Rest schneide ich einfach vorsichtig mit einem Cutter ab und mit einem Dotting-Tool verstreiche ich beide Enden miteinander. Aus Fimo Neongrün, Neongelb und Neonpink forme ich jeweils eine kleine Kugel. Schneide sie in der Hälfte durch und forme diese Hälften dann zu einem Tropfen. Damit die Tropfen später im Bild selbst mit dem Fimo Liquid verschmilzen, also mit dem Himmel später, platziere ich sie jetzt bereits mit einem Tupfen Fimo Liquid und drücke sie ganz leicht fest. Jetzt mische ich mir Fimo Liquid mit etwas blauem Mika-Pulver. Das kennt man für Epoxidharz normalerweise. Ich verwende es hier mit Fimo Liquid. Einfach ein wenig draufstreuseln und vermengen. Und das wird jetzt unser Himmel bzw. ein Teil des Himmels. Diesen verstreiche ich einfach so, wie ich gerade Lust habe, auf den oberen Bereich und lasse mir aber ein bisschen etwas frei für später. Jetzt ist es an der Zeit, schon mal ein paar Sternchen zu verteilen. Ich nehme hier silberne glänzende Sternchen. Die sind schon vorgefertigt, gibt es so zum Kaufen. Für den Bären benötigen wir zunächst ein längliches, ovales, rundes Stück. Insgesamt benötigst du zwei kleine Kügelchen für die Ohren und zwei größere Kügelchen für die Beine und zwei länglich gerollte Stücke für die Arme. Der Bärenkörper selbst ist ein großes ovales Stück. Dieses drückst du flach und mit einem Ausroller kannst du das Ganze noch ein bisschen vergrößern. Und unser Bär hat im Bauch selbst auch einen Sternenhimmel. Das bedeutet, wir müssen aus dem Bärenbauch quasi noch ein Loch ausstechen mit einem Ausstecher. So, und jetzt ist es auch schon an der Zeit, die Ohren zu platzieren.
Ich forme zwei Kügelchen, die Kügelchen drücke ich flach und mit einem Dotting-Tool mache ich ein kleines Loch rein, aber nicht ganz durchstechen, nur andeuten. Und mit diesem Dotting-Tool verstreiche ich die Ohren auch gleich direkt am Körper. Ganz vorsichtig einfach andrücken. Unser Bär bekommt jetzt auch noch Füßchen. Das sind größere Kügelchen, die ich ebenso flach drücke und dann am Körper unten platziere, links und rechts. Jetzt fehlt uns aber noch ein bisschen Optik für die Pfoten, das heißt, ich nehme mir wieder mittlere Kügelchen, setze sie weiter unten in die großen rein und oben kommen jetzt noch rundherum drei kleine Kügelchen. Das Ganze soll dann diese Pfotenoptik ergeben. Jetzt ist seine Schnauze an der Reihe und dazu formen wir eine weiße ovale Kugel und mit einem Dotting-Tool oder mit einem Zahnstocher machen wir oben eine Mulde rein. Ganz vorsichtig, damit es aussieht wie ein unförmiges Herz. Aus Weiß und ein wenig Rosa mische ich uns noch ein bisschen Wangenrouge. Das einfach zusammenmischen. Gut durchkneten und schon hast du ein hellrosa und das hellrosa wird jetzt zu zwei kleine Kügelchen geformt. Unser Bär riecht aber noch nichts, deshalb gibt es jetzt eine ovale Kugel in schwarz und diese schwarze Kugel gibt es auf die Schnauze. Und aus einem schwarzen Kügelchen formen wir jetzt die Augen. Diese Kugel schneiden wir in der Mitte einmal durch, formen daraus wieder zwei kleine Kügelchen. Und diese setzen wir wiederum links und rechts oberhalb der Schnauze. Jetzt kommt dann auch gleich unser Wangenrouge dran. Das setze ich einfach links und rechts unter die Augen. Und damit diese Augen nicht so leblos aussehen wie schwarze Löcher, gibt es jetzt noch zwei kleine weiße Kügelchen, die ich reinsetzen werde. Du kannst ein Dotting-Tool verwenden, dann tust du dir leichter. Ja, und weil mir dann die Schnauze dann doch ein wenig zu langweilig war, habe ich noch drei dünne Stränge ausgerollt, und zwar einen langen und zwei kleine. Und ihr könnt es womöglich erraten, ich mache noch einen Mund. Den langen Strang direkt unter die Nase setzen. Und dann seitlich links und rechts vom Strang weg, wie bei einem Ast, zwei kleine. Und fertig ist der Mund. Unser Bär ist praktisch fertig, ihm fehlen nur noch die Arme und den Mund. Das heißt, ich platziere ihn jetzt auch gleich direkt auf dem Bild. Einfach ein wenig festdrücken. Unser Bär trägt den Sternenhimmel auch in seinem Bauch und daher füllen wir ihn genauso mit Fimo-Liquid. Das ist ebenso Fimo-Liquid mit Mika-Pulver, quasi der Rest, der übergeblieben ist. Und gebe dann einfach ein paar Sternchen für die Himmeloptik dazu. Oben ist mein kleines Malheur passiert, da ist etwas ausgelaufen, das habe ich aber einfach weggewischt. Und für den Mond verwende ich jetzt nachtleuchtendes Fimo. Das forme ich jetzt einfach zu einem Mond. Einfach eine dicke Wurst und dann seitlich dünn. Und schon ist der Mond fertig. Und den setze ich jetzt direkt über das Sternenhimmelbauchloch. Und schon ist es auch an der Zeit, unsere Arme zu platzieren. Die drücke ich jetzt einfach am Bär fest, ohne Verstreichen, ohne allem. Einfach so. Und jetzt kann er schon in den Ofen. Das war aber erst die erste Runde. Jetzt gibt es noch eine Schicht Fimo Liquid mit Goldpulver. Nimm das Goldpulver, das du zu Hause hast oder mit dem du gerne arbeitest. Es gibt hier keinen Zwang.
und verteile es direkt unter dem Himmel. Links und rechts vom Bären. Das Ganze wird jetzt wieder bei 130 Grad für 10 Minuten gebacken. Und als nächstes ist jetzt Fimo Liquid mit Mika-Pulver in Lila dran. Ich verteile es im Bereich des Himmels oben ein wenig, so wie ich gerade Lust habe und wie es mir gefällt. Und ja, das Ganze kommt jetzt wieder für 10 Minuten in den Ofen bei 130 Grad. Und zu guter Letzt mische ich jetzt Fimo Liquid mit Mika-Pulver in Blau und in Weiß. Das Ganze ergibt dann hellblau und das verteile ich wiederum im Himmelbereich. Wir sind nun auch schon am Ende angelangt. Es fehlen ihm jetzt nur noch Neodym-Magneten. Diese setze ich in jedes der vier Ecken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dies der Fall ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.